Und herzlich willkommen zurück zu XCOM Terror from the Deep. Oh, wir haben eine ziemlich beschissene Startposition erwischt, sehe ich gerade. Wir sind im unteren rechten Eck. Das heißt, kein Kolonieeingang ist in der Nähe. So, jetzt muss ich erstmal die Leute mit den ganzen fetten Wummen hier zur Seite schaffen, damit unsere Handfeuerwaffen-Jungs raus können. Opo entdeckt schon mal ein kleines Quellchen. Ist ja jetzt nicht so das große Ding, steht jetzt zwar vor offenem Feld, aber das wird jetzt nicht so tragisch sein. So, unsere Stunner brauchen wir jetzt im ersten Zug noch nicht. Nemesis Gera, MKBS-Boy, Wutbürger. Eigentlich der MKBS-Boy, ne? Den Laser brauchen wir auch erst in der zweiten Runde, deswegen mal in den Rucksack. Einen Moment, ich kriege ja gerade einen Anruf auf meinem Handy, wir sind gleich wieder da. So, weiter geht's. Die Frau Mama hat angerufen, muss ja auch mal sein. Also, dann probiert's der Upo nochmal ohne Glück. Ich brauche hier ein bisschen Platz am Eingang, weil sonst kommen wir hier nicht klar, ne? Freunde. So, wir müssen nämlich wieder eine Rückzugmöglichkeit haben. Upo geht mal wieder rein. Probiert's der Inix mal trotz der Flare in der Hand. Trifft natürlich nicht. Upo noch einen Schritt weiter nach hinten, damit der Inix auch wieder rein kann. Nemesis Gera, wir werfen jetzt seine Flare erstmal nach da hinten. Damit er freie Hand hat, dann nochmal rein. So. Jetzt können wir uns der Qualle widmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die... Hallöchen! Also, die Freunde wollen uns eindeutig einkesseln. Der Inex, bitte auch mal nochmal probieren. Keine Schusslinie. Okay, dann geht er einen Schritt weiter nach vorne. Also, jetzt ran. Sehr schön. Erster ist Matschebrei. Dann gehen wir nochmal rein und geben die Runde nochmal ab. So, Nemesis Gera. Sieht er die andere Qualle? Gut, dann schieß doch mal ab, bitte. Keine Schusslinie. Ah. Ja, das wird jetzt natürlich nichts mehr. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen. Inex. Weißt du was, die Flare, die tue ich jetzt immer aus der Hand legen, weil das stört. Und dann werden wir jetzt trotzdem mal so einen kleinen Posten hier aufbauen. Weil dauern wir zurück ins Schiff rennen, das ist auch nicht so das Wahre. Da sitzen wir nämlich in 3 Jahren noch hier. Das Problem ist, die Jungs haben noch nicht genug Zeiteinheiten. Mit denen kann man noch nicht weit gehen, deswegen müssen wir sie jetzt dringend trainieren. Und deswegen habe ich denen auch die Waffen gegeben und nicht den alten Hasen. So, auch Wutbürger. So, jetzt kommt die gepflegte Granate und macht uns tot. Kennen wir ja. So, MKBS-Boy. Ich gebe nochmal ab. Qualle hat sich nicht hergetraut. Hätte ich an ihrer Stelle auch nicht. Oh. Das ist nicht gut. Vor allem, weil wir keine Schusslinie haben. Probier's nochmal, Upo. Daneben gefrunzt. Wutbürger, bitte auch mal probieren. Das mit der Schusslinie ist sehr nervend. So, nochmal. Wutbürger, bitte probieren. Immer noch keine Schusslinie. Also zur Not müssen wir da schon unseren ersten Blaster ansetzen. Wenn sonst nichts hilft. Nummer 7. Sehr schön. Eine Gefahr gebannt. Da war noch ein Alien. Ich würde gern sehen, um was es sich handelt. Aquatoide mit Störer. Oh, hallo Freunde. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es war vielleicht ein bisschen unvorsichtig, einfach hier rauszurennen. MKBS-Boy, öffne mal die Türe. Wir können jetzt mal eine Molekülsteuerung probieren. So. Schau dich mal um für uns, kleine Aquatoide. Und dann feuerst du dein Schießgewehr. Dankeschön. So.
Und wir können, glaube ich, abgeben. Ich frage mich, wo die Qualle hin ist. Hier ist sie. Okay. Ich gebe mal ab. Die Qualle sollte nicht so die große Gefahr sein. Allerdings finde ich es unschön, dass sie uns immer wieder wegläuft. So, Inex, wir dürfen nicht ganz so unvorsichtig sein, deswegen zumindest mal ins Eck. So. Upu. Mal hierher. Schau mal um die Ecke. Nicht, dass da wieder noch einer steht und dann plötzlich rauskommt und uns den Popo versohlt. Nemesis Gera. Stellt sich mal hier hin. Ist natürlich eine unsichere Position, das weiß ich. Deswegen kommt Nummer 7 mit und wird auch gleich mal eine Flare hierher werfen. Okay, jetzt haben wir den Komplex hier aufgesprengt. Müssen wir also aufpassen. Und dann haben wir noch die Wutbürger. Wenn die mal wütend werden, sage ich dir, dann gibt's Alien-Ragout. So. War mal wieder ein ultra schlechter Witz, ich weiß. Sowas darf man normalerweise überhaupt nicht als Witz bezeichnen. Nemesis Gera, ja, er hat noch keinen einzigen Abschuss, glaube ich. Von daher ist es zu verzeihen, wenn die jetzt nicht gleich treffen. Sollte natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Inex muss da jetzt mal kurz aushelfen. Am besten mit der Granate, aber reicht nicht mehr wegen 3 Zeiteinheiten. Das ist blöde. Die Wutbürger verbleiben hier mal. Wie sieht's denn aus? Kann eventuell der Upu nachhelfen? Ich habe halt Angst, dass da wieder ein Teamkollege abgeschossen wird. Das zwar nicht, aber der Upu trifft auch nicht. Aber ist halt so gefährlich. Wenn er eine Granate hat, dann bringt er uns um. Deswegen hochrangiges Alien. Okay, wir probieren es nochmal. Klappt nicht. Also da müssen wir aufpassen. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Granate. Ich gebe mal ab. Kam nicht, zum Glück. Nemesis Gera, sieht die Qualle. Okay, hau mal drauf. Sehr schön. Den Tersor sehen wir nicht weiter. Ich werde die Nummer 7 aber nochmal in Deckung bringen. Und vielleicht können wir mit Inex vielleicht trotzdem mal vorsichtshalber hier was herwerfen. Geht nicht. Achso, ja, wegen dem Dach hier. Gut, aber Inex, lass mal hier mal stehen. Upo out, kommt man mit zum Wutbürger? Und die Wutbürger ein bisschen weiter nach oben. So, wir haben jetzt eigentlich lauter Frischlinge, wenn man es so sieht. Also müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger sein. MKBS-Boy rückt auch nach. Die haben natürlich auch noch nicht die Zielgenauigkeit. So, hier werden die psionischen Attacken probiert, aber da werden sie Pech haben mit unseren starken Jungs. Mit unseren willensstarken. So, Nemesis Gera. Der Gang ist schon mal sauber. Das ist viel wert. Trotzdem würde ich den Tasso da gerne noch erwischen, weil der ist mir ein Dorn im Auge. So, die 4 Jungs hier, die wagen den Schritt hier rein. Bitte kein Hirn. Eine Qualle. Okay. Wutbürger erledigt. Sehr schön. Hirne sind jetzt gerade meine größte Angst hier. Gar nicht so mal die Tersos oder Aquatoiden, obwohl die auch immer sehr gern mit ihren Granaten um sich werfen. Aber gegen Hirne kannst du halt immer rein gar nichts tun. Das ist immer so die Sache. So, die Nummer 7 positioniert sich hier mal. 1, 2, 3. Halt, mit der Nummer 7 wollte ich eigentlich mit nach oben. Okay, im nächsten Zug. Egal. Abgeben. Okay, nur psionische Attacke. Über das Zimmer erhaben, das ist gut. So, da steht unser Freund. Jetzt können wir natürlich nicht mehr schießen.
Nemesis Gera stellt sich in Position. Wie viel brauchen er? 27 Zeiteinheiten für einen Schuss. Mach mal in der nächsten Runde. Vielleicht kannst du mal 7 Mal probieren. Okay, nee. Dann lassen wir das auch, bevor jetzt wieder unsere eigenen Mannen getötet werden. Er könnte zur Not noch einen Spontanschuss abfeuern. So, MKBS Boy. Zum Eingang. Wir könnten eigentlich mal kurz reingucken. Hallo Jungs. Oh, 2 Störer. Wutbürger können es eigentlich mal probieren, oder? Ja, so viel zu dem Thema. Upu. Aber bitte schieß nicht den Kollegen an. Sehr schön. Einmal getroffen. Das ist ja schon mal besser als nix. Den Rest können wir vielleicht so erledigen. Okay. Das Problem ist... Wirf erst das mal weg. Wir müssen den zweiten auch kontrollieren, da der uns sonst auch abknallt. So. Auch du wirf mal dein Schießgewehr beiseite, dann kommt er mal raus. Und wir werden euch dann demnächst mal abknallen. Das finde ich nur fair. So. Abgeben. Also, ihr seht, die psionischen Attacken der Aliens haben keine Wirkung, weil unsere Leute gut trainiert sind und gute Werte haben. So, Nemesis Gera, auch endlich ein Kill, auch wenn das Alien noch lebt. So, hier müssen wir auch noch her, da werden noch einige Aliens sein. So, jetzt erstmal MKBS Boy. Na gut, hat nicht ganz geklappt, aber macht nichts. Wutbürger, so. Gleich 2 Abschüsse für ihn. Sehr schön. Uber-Out rückt nach. Dann können wir hier rein. Nummer 7. Ist ganz gut, dass wir hier Molekularsteuerung haben. Dann haben wir eine kleine Sicherheitsabdeckung, weil wir noch nicht so zielgenaue Soldaten haben. Also da wird es jetzt öfter mal eine Notsituation geben wahrscheinlich. So, die Nummer 7. Hebt mal die Röhre auf und wirft sie hierher. War eine gute Idee, denn hier sehen wir einen Aquatoid mit einem Störer. Ah, der Nemesis. Der muss noch üben, aber wir haben zum Glück unseren Freund Inex. Der kann dem gleich mal die geprimte Granate von davor in die Fresse hauen. So. Schön. Die Nummer 7 geht mal ein bisschen nach hinten, dass wir zumindest ein bisschen streuen können, falls eine Granate kommt. So, der Upu. Jetzt geht's voran hier, Jungs. Eure Schonfrist ist vorbei. Das wollte ich nicht machen. Sorry, Wutbürger. Ich hoffe, wir laufen hier jetzt nicht in ein Problem. Ich wollte eigentlich mit ihm in den Gang gehen. Das Problem ist... Wir müssen aufpassen wegen dem Gehirn. Ich hoffe, der Upu, nee Quatsch, die Wutbürger waren's, werden jetzt kein Opfer von solchen. Okay, ich gebe mal ab. Aquatoide ist gebannt. Wutbürger ist anscheinend nichts passiert. Sehr schön. Das heißt aber auch, er darf jetzt wieder hier rüber. So, und was ich jetzt mal machen werde, nee, können wir noch nicht machen. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. So, jetzt werden wir hier erstmal aufrücken. Aber schon mal gut, dass wir jetzt einige Aliens mit Störern erledigt haben, weil die sind nämlich auch eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Hier werden noch einige Hirne rumtummeln. Und Aliens mit Granaten, müssen wir aufpassen. Gut, schauen wir mal hier rein. MKBS Boy sieht wieder ein Störer-Tasor. Sehr schön, erledigt. Also die Jungs, damit die gleich mal ordentlich aufsteigen. Das ist ganz gut, dass wir das jetzt hier machen. Wutbürger können wir nicht mehr bewegen. Wegen eines Fauxpas. So, jetzt habe ich die Zeit nicht genau im Kopf wegen des Anrufs davor, aber ich glaube, das waren schon so gut 2 Minuten und jetzt haben wir auch 14. Das heißt, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann können die Neuen beweisen, was in ihnen steckt. Bis dann. Ciao.